Dieses Gartenjahr ist besonders anspruchsvoll mit dem ganzen feuchten Wetter, was wir über den Sommer verteilt hatten. Sehr viele Schnecken und auch Probleme mit der Braunfäule hatte ich auch mehr oder weniger gehabt. Und das hat auch viele Gärtner sehr demoralisiert und besonders die Neulinge, die dann angefangen haben. Kann auch schon mal gut möglich sein, dass sie dann wieder das Gärtner sein gelassen haben. Jedenfalls habe ich da für mich Konsequenzen gezogen aus dem Jahr, welches euch ich dann noch mal kurz mitteilen möchte. Von einigen Menschen habe ich mitbekommen, dass dieses Jahr nicht so erfolgreich war. Sehr viele Schnecken haben ihre Ernten aufgefressen und die Braunfäule hat auch bei manchen die komplette Tomatenernte zerstört. Bei mir hat sich das alles im Rahmen gehalten, Schnecken. Ja, bei mir im Schrebergarten waren da recht viele, da habe ich überhaupt nichts ernten können. Ist auch viel zu feucht da hinten gewesen. Hier im Garten hat sich jetzt eigentlich relativ im Zaum gehalten, da habe ich auch regelmäßig abgesammelt. Jetzt reguliert sich das langsam, also viel weniger Schnecken, obwohl es jetzt wieder mal ab und zu mal geregnet hat, aber es ist dann doch eher feucht. Da sammle ich jetzt gar nichts mehr ab. Und bei der Braunfäule habe ich einen Monat lang mit Natron meine Tomaten eingesprüht, habe ich jetzt seit 2 Monaten nichts mehr gemacht und die wachsen recht gut. Also jetzt die letzten 2 Wochen mit der guten Sonne hier im September hat dann noch einiges rausgerissen, konnte da jeden Tag eine ganze Kiste voll ernten. Freut mich da schon richtig haben. Meine Tomaten haben ein bisschen Braunfäule, die verbreitet sich aber nicht mehr. Also die, keine Ahnung, was da jetzt los ist. Manche Tomaten, da habe ich es ein bisschen beobachtet, entweder die heilen sich jetzt gerade von der Braunfäule, da habe ich eine große Pflanze, die da so ein bisschen komisch ausschaut, die dann ein bisschen grünlich wird. Und wie gesagt, weiter ausbreiten tut sie sich jetzt nicht mehr. Obwohl ich jetzt nicht mehr sprühe. Das Einzige, was ich jetzt mache, ist eigentlich richtig groß mulchen und übers Gießwasser dann Bakterien so den Pflanzen zukommen lassen, dass als Bodenlebewesen dann aktiv wird. Und das versuche ich jetzt auch die nächsten Jahre auch zu machen, weil eine Pflanze ja nicht krank wird, beziehungsweise von Braunfäule auch befallen wird oder weniger, ja, so diesen Ausdruck dann bekommt, dass sie dann komplett zugrunde geht durch die Braunfäule. Weil, wenn die Pflanze halt dadurch stark ist, dann ist sie halt auch robuster. Wenn sie mehr Mikroorganismen und Vielfalt hat, dann tut sich jetzt zum Beispiel dieser Pilz, wie er halt jetzt üblicherweise so genannt wird, sich weiter ausbreiten. Und je größer halt die Vielfalt auch von dem Mikrobiom ist und die Pflanzen dadurch auch kräftiger werden, desto weniger ist auch die Gefahr, dass sie dadurch auch durch Braunfäule abbekommt bzw. dann infiziert wird. Und daher werde ich jetzt auch viel mehr Langzeitkompost ansiedeln, vor allem mit Holz über 2-3 Jahre hinweg, damit sich da hier auch Pilzmyzele bilden. Also ich werde jetzt nicht nur für Totholzhecken Astrückschnitte von meinen Nachbarn zum Beispiel auch holen, sondern und auch für die Pflanzenkultur, sondern auch wirklich für Langzeitkompost, wo ich in die unterste Schicht auch mit Holz und dann mit Grasschnitt und Bokashi und alles mögliche mit Mist auch noch zusammenmische, einfach nur damit ich halt auch Pilze mit reinzüchte, damit ich hier die Mykorrhiza-Pilze und das Pilzmyzelgeflecht auch mit in die Pflanzen bekommen, die dann auch nochmal für ein kräftigeres Wachstum bei den Pflanzen sorgen, weil sie auch in Symbiose mit den Pflanzen gehen. Aber da habe ich auch schon mal mehrere Videos dazu gemacht, speziell aber auch immer wieder mal in meinen Videos darauf angesprochen. Da möchte ich jetzt nicht unbedingt näher drauf eingehen. Das ist für mich eine Möglichkeit, dieser Langzeitkompost. Natürlich werde ich auch den Bokashi nicht nur in die Komposte mit einarbeiten, weil da auch meine Pflanzenkohle mit drin ist, sondern auch direkt in die Beete mit oberflächlich mit einhacken. Das werde ich auch noch machen, habe ich auch grundsätzlich immer gemacht, also immer mit den Mikroorganismen und Bakterien arbeiten. Ich habe ja nur Bokashi, also ich habe da über 30 luftdicht verschließbare Eimer oder sogar mehr, die an die 10 Kilo tragen können. Und ich fermentiere sozusagen meine ganzen Küchenabfälle, meine Reste, alles mögliche, auch Fleisch, Knochen und Fisch. Ich habe auch schon mehrere Videos dazu gemacht. Die arbeitet ja auch Oberflächen mit ein, damit ich halt diese Mikroorganismen, die auch in der Pflanzenkohle mit eingespeichert sind, auch mit in meine Erde mit reinbekomme. Auch für ein besseres Pflanzenwachstum hat sich für mich jetzt auch viel mehr bewährt als Jauchen, muss ich sagen. Also ich setze zwar immer wieder Jauchen an, aber so viel gießen tue ich damit nicht. Dieses Jahr eigentlich auch nicht. Und letztes Jahr auch so ziemlich kaum.
Und das mit dem Mikroorganismen, auch vor allem mit dem Dauernmulch zum Beispiel aus Grasschnitt, das hilft den Pflanzen meines Erachtens nach mehr als die kurzzeitige Gießen mit den Jauchen. Vor allem bei den Mulchen, da habe ich auch so eine 5 bis 10 cm Schicht, aber nicht nur aus Grasschnitt, sondern auch aus Holzhackschnitzel. Das möchte ich jetzt auch mal die nächsten Zeiten versuchen, dass ich einfach in meinem Beet einen Holzhack mache. Eine größere, dickere Schicht, damit auch das Beikraut ein bisschen mehr unterdrückt wird. Ich möchte das natürlich auch mit Grasschnitt und anderes organisches Material, was ich halt so bekomme, zum Beispiel Strauchrückschnitte, die dann einfach das ganze Grünzeug auch mit verkompostieren, damit es halt eine gewisse Vielfalt auch mitgibt. Das werde ich dann auch jetzt die nächsten Jahre dann effektiver durchsetzen. Das ganze Mulchen einfach deshalb, um den Boden aufzubessern, damit auch die Humusschicht mit mehr Leben gefüttert ist, damit auch die Pflanzen besser wachsen, weil nach Erwin Pommeresche leben die Pflanzen nicht von toten Dünger oder Materialien oder Nährstoffen oder Mineralien, wie das halt genannt wird, sondern von Mikroorganismen, die sie halt über die Pflanzenwurzeln aufstimmen und aufnehmen. Und dadurch werden sie halt auch einerseits kräftiger und das hilft auch besonders bei Schnecken, weil Schnecken, deren ihre Aufgabe ist, faule und schwächliche Pflanzen auszuselektieren, sozusagen eine Polizei, einfach schauen, was ist faul, was gehört einfach zerfressen, kompostiert. Das sieht man auch zum Beispiel, wenn man Schnecken tötet und die Leichen von Schnecken irgendwo liegen lässt, da gehen die Schnecken auch hin, die anderen fressen das auf. Also die räumen einfach auf, organisches Material, alles was stinkt, um halt hier gute Erde zu machen. Die bringen sich sogar selbst um im Winter, damit die halt den Boden halt düngern. Und ich habe halt das halt so gemacht, dass ich die Schnecken auch in meinen Bokashi mit reingetan habe, damit ich den Kreislauf zum Beispiel auch schließe. Jedenfalls, wenn halt der Boden dann gut aufbereitet ist mit dem Spektrum von den Mikroorganismen, also keinen faulen Boden habe, weil da bin ich auch schon mal ein bisschen ins Grübeln gekommen, weil das jemand in einer anderen Gruppe angestoßen hat. Weil wenn der Boden faulig ist, also mit Fäulnisbakterien, zum Beispiel auch mit einer Jauche, dann gehen halt die Schnecken bzw. die Pflanzen nehmen das halt über den Boden auf in ihre Pflanzenbestandteile, weil die halt die Mikroorganismen über ihre Wurzeln in die Pflanzenbestandteile einbauen, weil halt die Mikroorganismen in Symbiose mit der Pflanze gehen und sich dann diesem größeren Organismus unterordnen in den Zellen, aber trotzdem dann irgendwann noch eigenständige Organismen sind. Und wenn es halt Fäulnisbakterien sind, dann ist für mich dann auch kein Wunder, warum dann die Schnecke jetzt zum Beispiel auch da rangeht, weil halt der Boden noch nicht ganz so optimal ist und die hat dann versucht aufzubessern, deswegen knabbert sie halt auch die Schnecken an. Deswegen möchte ich halt auch mit dem Mulch, mit den Mikroorganismen zum Beispiel eine kräftige Pflanze halt auch machen bzw. großziehen, damit die Schnecken da wenig Interesse haben. Oder dass zwar die Schnecken die Pflanze anknabbern, aber dass die Pflanze so schnell wächst, dass es überhaupt keinen Unterschied macht, ob die Pflanze jetzt von ein paar Schnecken angeknabbert wird oder nicht. Also diesen Status möchte ich da mehr oder weniger auch erreichen. Das sind jetzt so meine Lehren, die ich aus diesem Garten ja ziehe, beziehungsweise die beiden Indikatoren von Braunfäule und Schnecke, dass halt etwas mit dem Boden nicht stimmt, warum halt die Pflanzen nicht stark genug sind. Das sind für mich einfach nur Anzeichen und keine Plage oder sonst irgendwas, dass mir hier irgendwie etwas böse sein möchte, sondern für mich ist es einfach nur so, hey, da ist ein Fehler, da fehlt irgendwas im Boden, schau mal nach und versuch das mal ein bisschen zu verbessern. Aber die Konsequenzen daraus ziehen, wie gesagt, das sind jetzt meine Konsequenzen, das sind langfristige Konsequenzen über mehrere Jahre hinweg, werden vielleicht der ein oder andere nicht so gefallen, weil die meisten ja kurzfristige Lösungen haben wollen, in dem Jahr sofort Braunfäule weg, sofort die Schnecken weg, eine effektive Lösung von heute auf morgen, aber wie gesagt, diese muss man dann immer wieder ansetzen, also zum Beispiel immer wieder sprühen, immer wieder die Schnecken aufklammern, wenn man zum Beispiel sich Enten holt oder sowas, muss man aufpassen, dass die halt immer mal genug, nicht, dass sie den Salat fressen oder so, hat man immer so diese Einschränkungen. Ich versuche das halt jetzt so zu machen, dass ich die Pflanzen einfach stärke und das geht halt nicht von heute auf morgen. Das ist halt ein längerwieriger Prozess, um halt einfach die Mikroorganismen mit in den Boden zu bekommen und da möchte ich auch nicht so viel Ärger und Wut reinstecken und mich darüber ärgern, ah, diese Schnecken, die machen mir alles kaputt und alles Mögliche, einfach nur weil, obwohl sie mir einfach nur zeigen, dass etwas nicht stimmt. Mehr ist es eigentlich nicht und ja, das ist dann für mich auch meine Botschaft an euch. Und in diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich gerne über einen Daumen nach oben. Ihr könnt auch gerne den Kanal kostenlos abonnieren und dabei auch auf die Glocke drücken. Hilft mir sehr, damit
ja, der Kanal weiter an Aufmerksamkeit gewinnt und sonst freue ich mich auch über einen Kommentar. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao.